Hallo ihr Lieben, heute möchten wir mit euch Schneemann-Pongpongs basteln. Dafür brauchen wir eine Schneemann-Schablone, weiße Pappe, einen Kleber, eine Schere, einen Bleistift, einen schwarzen Filzstift, Perlen und 5 kleine Perlen für Augen und Knöpfe. Ein Stück orangene Pappe und weiße Wolle. Die Schneemann-Schablone könnt ihr euch screenshotten und dann ausdrucken. So, als allererstes habe ich den Schneemann auf die weiße Pappe geklebt und das schneide ich jetzt aus. In der Mitte müsst ihr vielleicht jemand Erwachsenen fragen, das ist ziemlich schwierig, das auszuschneiden. Da wir den Schneemann zweimal brauchen, malen wir den jetzt einfach noch einmal auf die weiße Pappe drauf. Den schneiden wir aus. Zack. So, jetzt nehme ich mir den schwarzen Filzstift und male dem Schneemann seinen schwarzen Hut. Jetzt wird's spannend. Ich habe mir von der weißen Wolle einen ganz langen Faden abgeschnitten, den doppelt genommen. Dann geht's nämlich schneller. Jetzt lege ich die beiden Schneemänner aufeinander und fädel die Wolle durch das Loch herum. Das machen wir so lange, bis das Loch so klein ist, dass da nicht mal mehr ein Finger durchpasst. Das dauert allerdings. Jetzt schneiden wir die Wolle auf. Und zwar schneidet ihr die Wolle so auf, dass ihr zwischen den beiden Pappen herschneidet. Und dann wird das immer flauschiger und flauschiger. So sieht das Ganze unfrisiert aus. Natürlich bleibt er so nicht, der wird noch schick gemacht, der Schneemann. So dass man auch seine 3 Kugeln erkennen kann. Wunderschön. Der Schneemann bekommt natürlich noch eine Nase. Die zeichne ich auf das orangene Papier, schneide das dann aus. Und klebe die Nase an den Schneemann fest. Jetzt kommen die Augen zum Einsatz. Ja, mit einem Auge sieht es sich besser als mit keinem, mit zweien aber noch besser. Knopf 1, 2 und 3 sitzen auch. So, jetzt kleben wir noch die Füße an, damit der Schneemann auch stehen kann. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln und wir hoffen, wir konnten euch den Schnee ein bisschen nach Hause bringen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!